Hallo und willkommen bei Spieldinos mit Melanie und Angelo und The Game Quick and Easy von Steffen Bendorf. Das Ganze ist bei NSV erschienen und von 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren. Genau, und in The Game Quick and Easy versuchen wir natürlich kooperativ unsere ganzen Zahlenkarten loszuwerden und diese in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 10 und von 10 bis 1 loszuwerden. Und wie das jetzt genau funktioniert, erzähle ich euch in einem kurzen Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ja, in The Game Quick and Easy versuchen wir natürlich kooperativ gemeinsam mit wenig Sprechen über seine Karten, diese Karten alle loszuwerden. Wir haben insgesamt 50 Karten im Spiel, das heißt wir haben 5 verschiedene Farben und entsprechend die Karten im Zahlenbereich von 1 bis 10. Außerdem haben wir hier diese 2 Karten offen liegen, diese geben natürlich an. Hier müssen wir die Karten von 10 bis 1, also absteigend hinlegen und hier von 1 bis 10 aufsteigend hinlegen. Hier haben wir noch den Nachziehstapel und jeder Spieler bekommt 2 Karten auf die Hand. Jeder Spieler nimmt also seine 2 Karten auf die Hand, schaut diese sich an. Und wir können zwar über unsere Handkarten sprechen, wir dürfen dabei aber keine Zahlen nennen. Wir dürfen nur sagen im oberen, mittleren oder unteren Bereich. Und was wir aber auf jeden Fall machen dürfen, ist über Farben miteinander sprechen. Und das ist ganz wichtig, weil wir müssen ja versuchen, entsprechend diese Karten loszuwerden. Wenn hier mal diese 1 bis 10 bei einer 10 angekommen ist, müssen wir natürlich schauen, dass wir diese wieder nach unten bekommen, weil wir ja immer hier aufsteigend legen müssen. Ja, beginnen tut einfach ein Spieler, das macht man untereinander aus. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an. Ich darf oder ich muss mindestens eine Karte spielen. Ich darf aber auch beide meine Handkarten legen, wenn das geschickt ist. Ihr wisst ja, ich habe gute Karten, deswegen lege ich jetzt einfach die 1 und die 2. Und immer wenn ich Karten gespielt habe, muss ich entsprechend viele Karten wieder nachziehen. In dem Fall einfach 2 Karten. Wir müssen, wie gesagt, diesen ganzen Stapel loswerden und auch die Handkarten. Als nächstes ist natürlich der Spieler im Uhrzeigersinn dran und es ist in diesem Fall Angelo. Genau, und ich will jetzt mal ansagen, ich kann das hier leicht erhöhen oder hier so einen mittleren Bereich nach unten gehen. Mittlerer Bereich ist schlecht, leicht erhöhen wäre vielleicht gut. Okay, dann gehe ich einfach mit meiner 4 hier hin und die lege ich nicht ab, ziehe eine Karte nach. So, und jetzt kommt dann gleich noch ein Trick. Ich lege jetzt natürlich wieder meine 2 Karten ab. Es ist geschickt, weil hier müssen wir von 10 bis 1. Angelo hat gesagt, er hat eine Karte im mittleren Bereich. Ich denke mal, eine 8 ist eher im höheren Bereich als im mittleren Bereich. Und mit dieser Karte können wir jetzt nämlich ein bisschen zaubern. Ich habe ja gesagt, wir müssen hier immer schauen, dass wir dann von unten nach oben legen und hier von oben nach unten. Und das können wir machen mit dem sogenannten Umkehrtrick. Oder Rückwärtstrick. Rückwärtstrick. Ja, ich sage immer Umkehrtrick, warum auch immer. Wir wenden den Rückwärtstrick an und zwar könnt ihr jedes Mal, wenn hier entsprechend eine Karte liegt, die gleiche Karte in der gleichen Farbe legen. Dabei kann sie natürlich niedriger sein. Das ist dann die Ausnahme. Deswegen lege ich jetzt hier meine 3 hin. Es ist ja eine graue Karte. Das heißt, ich darf hier jetzt einfach nach unten wieder reduzieren, weil diese Karte gleiche Farbe hat und wir können jetzt den Rückwärtstrick anwenden. Ich lege diese drauf, wir reduzieren wieder, ich nehme wieder 2 Karten und so geht es entsprechend weiter. Genau, ich mache jetzt noch einen Zug, zwar damit man sieht, ich mache jetzt noch die 7 und dann gehe ich runter auf die 6, ziehe 2 Karten nach und so versuchen wir eben das ganze Spiel nach unten zu spielen. Genau, dabei muss man natürlich beachten, man darf diese Karten niemals so als Fächer hinlegen, sondern immer schön zusammenschieben, dass man nicht schon sieht, was ausgelegt wird. Man muss gut miteinander kommunizieren und eben schauen, dass jeder mal eine Karte spielen kann, denn das Spiel ist entweder beendet, wenn wir alle Karten weg haben, das heißt, dieser Stapel ist leer, jeder hat seine Handkarten weggespielt, oder das Spiel gewinnt leider dann, wenn ein Spieler einfach nichts legen kann. So, ihr habt gesehen, The Quick and Easy von The Game ist ein schönes kooperatives Spiel, bei dem man wirklich viel sprechen darf. Das gibt ja oft so, dass und muss. Es gibt ja oft die Spiele so The Mind, wo man eben nicht miteinander kommunizieren darf und das Ganze so ein bisschen mehr Glücksfaktor hat. Hier kann man das Ganze schön planen. Man muss auch wirklich, wirklich viel sprechen und sagen, ich habe die Zahl. Man muss auch zum Schluss hin aufpassen, dass nicht jeder irgendwie noch eine Zehnerkarte auf der Hand hat, weil die wird man natürlich nicht los. Also das kooperative Spielgefühl bei The Game Quick and Easy ist echt cool. Das Ganze ist auch so ein bisschen im Familienbereich angesiedelt. Also wir haben The Game nie gespielt, wir können jetzt nur über das hier sprechen. Aber ich finde, es ist so relativ schnell erklärt, die Mechanik ist eingänglich, die macht auch Spaß und
es gibt schon den einen oder anderen Kniff, wo man sagen kann, wenn ich jetzt clever überlege und mich mit meinen Mitspielern abspreche, dann wird die Runde auf jeden Fall gut. Genau, und man muss auch immer wirklich abwägen, spiele ich jetzt wirklich meine beide Karten weg, dann haben wir wieder zwei Karten mehr weg und ich ziehe zwei nach, aber ich muss mich echt gut beraten, was ich genau mache, weil vielleicht läuft schief und dann kann das Spiel nichts mehr spielen und dann haben wir natürlich das Spiel verloren und ich finde diesen Rückwärtstrick. Diesen Rückwärtstrick finde ich echt klasse, weil da muss man sich auch so beraten, oh, ich kann jetzt nichts machen, aber wenn du jetzt vielleicht auf die Farbe wechselst, dann bin ich wieder mit im Spiel und dann muss man immer ein bisschen schauen, diese Stapel entsprechend anzugleichen, miteinander kommunizieren und zu machen. Ja. Was bei uns noch aufgefallen ist, die ersten 3-4 Partien hat es uns wirklich sehr gut gefallen, es hat Spaß gemacht, es war eine Challenge. Wir haben aber recht schnell dann gemerkt, dass wir hinten raus eigentlich fast immer an die letzten Karten rankamen und es dann meistens daran gescheitert hat, wie ich vorher gesagt habe, hat jemand jetzt nur noch hohe Karten und wir können die nicht mehr ausspielen. Und das war uns dann irgendwie doch ein Ticken zu leicht. Also es war dann nicht mehr so die Challenge, dass wir so nach der Hälfte des Stapels gesagt haben, oh Mist, jetzt haben wir verloren und jetzt haben wir schlecht uns abgesprochen, sondern es war jetzt echt fast immer die letzten Partien wirklich, da lag dann noch eine Karte da und wir hatten noch die Karten auf der Hand und dann wusste ich schon, okay, ich habe noch eine 8, ich habe eine 9, die können wir da gar nicht mehr hochkriegen. Da muss man schon sehr die Runden davor hinspielen, dass man eben aufsteigende Karten hat und der andere absteigende Karten. Ja, das macht so ein bisschen für mich den Wiederspielreiz ein bisschen, ja, das schwächt das Ganze so ein bisschen, weil mir jetzt ein bisschen die Luft raus ist, wo ich sage, die Challenge ist jetzt für mich jetzt nicht mehr so da, dieses Spiel zu knacken. Ja, es ist wirklich die ersten Partien, sag ich mal, da ist man so noch richtig euphorisch und sagt, boah, jetzt müssen wir gucken hier und da. Und irgendwann hat man auch als Gruppe tatsächlich den Trick raus, wie man kommunizieren muss, wie man sich absprechen muss. Und dann ist es ein leichtes oder wenn es halt blöd läuft und jeder hat nur noch hohe Karten, dann hat man halt verloren. Ja. Also ich würde sagen, summa summarum ist es aber ein schönes... Es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß und vielleicht für alle, die irgendwie die Game noch nicht kennen und sagen, hey, ich wollte es immer mal ausprobieren, suche aber irgendwas Leichtes, so mit Familien und vielleicht für wenig Spieler, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist ein ganz toller Einstieg in kooperative und kommunikative Spiele, weil ihr müsst wirklich sprechen. Genau. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin mir sicher, es ist für den einen oder anderen auch eine echte Challenge, das zu meistern. Und die können sich da auch reinbeißen und motivieren, das wirklich durchzuspielen und ständig wirklich zu knacken. Wie gesagt, uns hat es am Schluss ein bisschen der Spaß ein bisschen nachgelassen. Nichtsdestotrotz, gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, es ist kommunikativ. Natürlich ein Gegensatz zu dem Mind, da darf man ja gar nichts reden. Also ihr müsstet dann schon abwägen, möchtet ihr einfach kommunizieren und reden oder wollt ihr lieber ganz still vor euch hinleitend spielen, dann müsst ihr halt jetzt eine Entscheidung treffen. Genau. Ich würde sagen, ihr habt jetzt mitgekriegt, was das Spiel kann. Wenn es was für euch ist, schaut es auf jeden Fall an und schreibt uns in die Kommentare, ob das vielleicht was für euch ist, ob ihr die Game kennt, was das die bessere Variante davon ist. Wir kennen sie, wie gesagt, nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.